Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Jurassic World Evolution 2 Infovideo über das neue DLC, das Feathered Species Pack. Gestern wurde das Ganze angekündigt und ich konnte noch ein paar Infos für euch herausfinden, die ich auf jeden Fall euch noch mitteilen wollte. Da würde ich sagen, fangen wir erstmal mit einer nicht so schönen Info an, nämlich mit dem U-Tyrannus. Bei dem U-Tyrannus, da gab es ja diesen einen Screenshot, wo es so aussieht, als wenn da vielleicht Baby-Yutis mit dabei sind. Aber das wurde jetzt im Forum von Jens Erik, ich glaube, das ist der Community-Sprecher oder so, wurde es auf jeden Fall widerlegt. Das soll wohl bloß die Perspektive sein. Also können wir schon mal sicher sagen, es sind keine Baby-Yutis auf dem Bild zu sehen. Sehr, sehr schade. Und das heißt, wir werden auch keine Babys erstmal für Jurassic World Evolution 2 bekommen. Dann gibt es auch noch eine weitere Info über den Jeholopterus. Habe ich so vorher auch noch nie gesehen. Kann auch sein, dass ich es falsch ausgesprochen habe, dann tut es mir sehr leid. Der ist auf jeden Fall die kleinste fliegende Spezies in Jurassic World Evolution 2. Und er bekommt auch einen neuen Feeder, nämlich einen Insektenfeeder. Da bin ich dann auch sehr gespannt drauf. Leider hat man zu dem Insektenfeeder noch nichts weiteres gesehen. Es stand halt lediglich in einem Text. Ich glaube auf der Original-Frontier-Seite bei den News, da stand das. Dann wissen wir jetzt auch, was der Deinokairos in Jurassic World Evolution 2 fressen wird. Nämlich wird er sich von Fisch und Pflanzen ernähren. Und damit ist er der zweite Omnivore im Spiel, nach dem Oviraptor. Als nächstes möchte ich mit euch dann auch nochmal auf die neuen Viewing-Galerien eingehen. Da gibt es ja einmal diese Log-Viewing-Galerie. Die ist dann natürlich ähnlich wie im Jurassic World-Film. Die kennt man ja ganz gut aus dem T-Rex Kingdom. Diese Baumstamm-Viewing-Gallery gab es ja auch schon mal als Mod. Habe ich euch auch mal in einem Video gezeigt. Es wird dann vermutlich so ähnlich sein. Und dann haben wir natürlich auch noch die Dom-Galerie. Die wird dann wahrscheinlich ähnlich wie bei Jurassic Park Operation Genesis sein. Dass man die halt im Gehege platzieren kann und dann können die Besucher unterirdisch dort hineingelangen und haben dann direkt einen Blick aus dem Gehege. Hier ist auch nochmal ein kleines Beispiel aus Jurassic World Evolution direkt. Das war auch, glaube ich, mal eine Mod oder sowas. Und zu der Domgalerie gibt es auch noch die Info, dass man die in Gehege und in Aviarien platzieren kann. Das waren jetzt soweit erstmal alle zusätzlichen Infos, die ich rausfinden konnte. Morgen gibt es dann weitere Informationen, denn da wird das Update 6 geshowcased, also gezeigt. Freue ich mich schon sehr drauf, werde ich natürlich auch wieder ein Video zu machen. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Ich würde mich jetzt noch über ein Like freuen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.